Wir sagen, dass die EQ-Familie in Zukunft werden ja viele Fahrzeuge sein, bewusst ein bisschen anders gestalten sein darf als die anderen Mercedes und bewusst ein bisschen progressiver sein soll. Und da geht schon los mit der ganzen Form vom Auto. Wir reden von Seamless, bedeutet die ganzen Sicken, Kanten, kleinen Lightcatcher und anderen Linien sind jetzt in dem Fall nicht erwünscht. Alles ist sehr, ja, wie der Name schon sagt, seamless, bündig. Im Prinzip haben wir einen aerodynamisch optimierten Körper und alles andere definiert sich durch Grafik. Die sogenannten Signature Graphics, mit den Elementen haben wir in Vergangenheit bei anderen Mercedes nicht so stark gespielt. Da gab es mehr dreidimensionale Grills oder andere Themen und hier spielen wir mit grafischen Elementen, die man in der Form vielleicht noch gar nicht kennt oder nicht erwartet. Definitely our latest concept, EQ, is, we call it the first of the new, and really it's a showcase of all the design features and elements that we'll use in the foreseeable future. Means if we have so-called purpose architecture underneath, then I believe that the exterior design deserves to be purpose as well. That means everything is much more seamless. We don't add elements, but we connect them. So we're talking about grouping of elements. Just for example, the front end, there are no separate lights anymore and a separate grille. They all together blend to one unit and we become this black panel grille, very, very strong and unique theme. Für EQ haben wir eine spezielle und sehr progressive Designsprache entwickelt, die das elektrische Fahren und die Digitalität inszeniert und zu einem besonderen Erlebnis macht. Und dabei spielt der Kerngedanke Seamless eine ganz zentrale Rolle. Seamless bedeutet ja zunächst einmal, dass das Fahrzeug voll vernetzt ist. Also das heißt voll vernetzt innerhalb des Fahrzeugs, zwischen den verschiedenen Passagieren, aber auch außerhalb des Fahrzeugs, offboard, über die digitalen Devices bis hin zum Smart Home. Also das bedeutet, der Kunde taucht letztendlich in seine ganz eigene personalisierte digitale Welt ein. Alles geht übergangslos ineinander über. Und diesen Gedanken haben wir ganz zentral nun in eine Designsprache übersetzt. Das heißt, alle Formen fließen übergangslos ineinander. Und speziell auch die Digitalität spielt sich nicht mehr nur im Display ab, sondern fließt in den Raum hinein. Das heißt, digitale Signale, beispielsweise Lichtsignale, fließen in den Raum dorthin, wo ich sie brauche. Sie ist also sozusagen omnipräsent. Da gibt es Lichtbänder oder da gibt es sehr schön diesen Digital Rain, wie wir es hier nennen, bei dem man sieht, wie eben durch dieses perforierte Leder hindurch digitale Signale erscheinen. Und das bringt genau auf den Punkt, wie hier die physikalische Welt und die digitale Welt wirklich zu einem verschmelzen, eben seamless. Die Übertragung des Themas Seamless auf das Exterior Design bedeutet, dass auch hier die Formen übergangslos fließen. Und dass wir beispielsweise keinen klassischen Kühlergrill mehr haben, sondern eine Art digitales Panel, das übergangslos in die Scheinwerfer fließt, eben seamless. For EQ, we created a very specific and very progressive design language, staging and expressing electric driving and digitality, and turning it into a specific experience. Seamless, first of all, means that the car is very well connected. Connected within the car, between the passengers, and off-board via digital devices, up to your smart home. That means the customer dives into his personal digital world. And that basic idea of seamlessness is now transferred into a design language, in the exterior, in the interior, and in the digital design. That means everything is floating into each other. The digitality does not anymore take place only in one screen, but it flows into the interior. That means that digital signals flow around to the place where I need them. And for example, here we see a digital rain where
digital signals come through the ladder, and that really shows how the physical interior and the digital design really merge into each other seamlessly. The idea of digital and seamless design is also transferred to the exterior. Here it means, for example, that we don't have a classical radiator grille anymore, but a kind of digital panel floating directly into the headlamps, seamlessly.